In situ ist das Kunst- und Kulturprogramm der BTV Bank für Tirol und Vorarlberg. Zweimal pro Jahr laden wir internationale Fotografinnen und Fotografen ein, für diesen Raum in Reaktion auf die Region eine neue Ausstellung zu entwickeln. Andrea Botto ist ein italienischer Fotokünstler, der sich seit vielen Jahren auf ein sehr, sehr besonderes Thema spezialisiert hat, nämlich auf die Aufnahme von Explosionen. Das Thema Explosion ist natürlich in der Region Tirol-Vorarlberg ein wichtiges und ein spezielles, nämlich es gibt eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten in dieser Gebirgslandschaft. Eccola. Andrea Botto hat in den letzten Jahren begonnen, im Brenner Basistunnel zu fotografieren, also ein Thema, das uns in der Region natürlich sehr stark beschäftigt. Und ich habe ihn eingeladen, sich mit der Region Tirol-Vorarlberg auseinanderzusetzen und dort zum Thema Explosionen neue Bilder zu machen. Er hat sich auseinandergesetzt in Sölden und in der Silvretta Montafon mit Lawinensprengungen. Er hat das Tirol-Panorama besucht, wo es Explosionen, Schüsse, Granateinschläge gibt im Gemälde. Und er war natürlich im Brenner Basistunnel unterwegs. I just have one picture only. So with the large format camera, you have one sheet of film and that's all. With the digital, the process I have made in the last years gave me the opportunity to have just one shot. Wenn man dieses Bild betrachtet, dann sieht man zuerst die Explosion, denke ich, und ist davon fasziniert und angezogen. Aber auf den zweiten Blick ist das natürlich einfach eine großartige Form von Landschaftsfotografie. Und das ist ein sehr zentraler Aspekt im Werk von Andrea Botto. Er ist ein Landschaftsfotograf und auch die Ausstellung von uns heißt Landscape in Performance, also die Landschaft, die vorführt, die aufführt und sozusagen in seinen Bildern immer auch eine Hauptrolle spielt. The Tirol panorama was really surprising and unexpected. I knew it was about a battle with this beautiful landscape. So the contrast is interesting for me because it's a sort of close connection with my pictures that sometimes work on this contrast about the beauty of the landscape and the horror, in some way, of the explosion, the terrific explosion. Dieses Bild ist wahrscheinlich das bekannteste Bild von Andrea Botto, auf jeden Fall das Bild, das am meisten publiziert worden ist. Es stellt im Grunde genommen eine Szene eines Stadtfestes in Rapallo dar. Die, die es wissen, wissen, dass die Menschen auf ein Feuerwerk schauen und belustigt sind und sich freuen. Aber wer es nicht weiß, der könnte auch glauben, dass es sich um einen Terroranschlag oder um einen Brand in der Stadt handelt. Andrea Botto hat dieses Bild unter anderem an einen Sammler verkauft, der dieses Bild im Hotel aufhängt. Und ein amerikanisches Paar hat ihn einmal gebeten, das Bild abzuhängen, weil es ganz andere Assoziationen hat, als wie der Sammler aus Italien, der genau weiß, um was es bei diesem Bild geht. Diese Kombination, das Zerstörerische der Explosion, das Freudvolle, Feierliche daran und auch das Konstruktive, um zwei Nationen mit einem Tunnel zu verbinden oder um ein Skiresort zu sichern, das alles spielt in Andrea Bottos Arbeiten zusammen und ist gleichzeitig in allen Bildern immer enthalten. Und das ist eine ganz besondere Qualität dieses Fotografen. The underground is for me a really a new frontier of my work where I would like to go again and to experiment something different.
I was in the Brenner Basis Tunnel already in 2015 with my large format camera, but with no good results because I need more light than they can give me with normal lamps. Um so ein Bild machen zu können, braucht es akribische Vorbereitung und eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und vor allem enge Zusammenarbeit mit den Sprengmeistern. I had the opportunity to come back home to think and come again on site and try another solution. And at the end, I was able finally to get, I think, the very first photograph of an underground ever taken of an underground blast. And it was something like a miracle in some way, something unexpected. When I saw it on the screen of the camera, was really shocking, and the emotion was really, really high. For this commission for in situ, I went again underground in the San Romedio mine, and it was again another experimentation, because in this case the camera is triggered from one of the detonators. Die Kamera ist in etwa 40 bis 50 Meter Entfernung und wird geschützt, sodass sie nicht quasi von der Schallwelle zerstört werden kann. Was Sie hier oben sehen, sind kleine Blitzlichter, die er anbringt, weil es eigentlich im Tunnel zu dunkel ist. One on one side and one on the opposite. And probably I focus on this area in the center. Ja. Okay. Die werden durch die Schallwelle zum Teil zerstört. Und dann geht es darum, wann wird eigentlich das Bild ausgelöst. Und das ist eben so, dass es mittlerweile zum Teil delegiert wird an den Sprengmeister, sodass die Sprengung und das Foto gleichzeitig ausgelöst werden. Also dass sozusagen der Techniker zum Mitfotografen wird, eine technisch-künstlerische Koproduktion. That's really beautiful, because it's like a scientific approach in some way. So now we can't change anything. The point of view is really important in my work because it's about the distance. And all of my work reflect on this idea of the distance that is in this particular situation also a safe distance. And I can decide also the delay, because you have to wait that the explosion already happened to see it. So you have to imagine the right delay, but it's just about chance also. All of your efforts comes just in that when you press the button of the camera, and it's really similar to the work of the shot firer. Okay, here we go. This is the blasting machine. You make the final check. Dai poi il 3-2-1. Ah, vabbè, sì, fa più scena. Nel video fa scena. Shutter, tutto a posto? Der Fotokünstler sieht das Bild selber nicht, nämlich er muss sich in Sicherheit bringen, steht um die Kurve herum oder in einem Seitentunnel. Every one of these pictures are from an event that is no repeatable. You can't rewind. 3, 2, 1, fuoco!
We got it. Wow. Molto bello, eh? Dieses Bild steht für einen weiteren zentralen Aspekt im Werk Andrea Bottos, nämlich seine Bilder sind einfach auch Dokumentationen wichtiger Ereignisse. In diesem Fall wurde er beauftragt von der Ingenieursgesellschaft, die die Sprengung der Genua-Brücke durchführen musste. Und er hat das festgehalten, im Grunde genommen für eine Gruppe von Menschen, die das in der Zukunft tradieren wollen, für die Bevölkerung von Genua, die einen wichtigen Moment in der Stadtgeschichte festhalten möchte. Demolition could be as well as a violent act considered creative, because you need to destroy something, to demolish something, to make space to another thing, hopefully better than the past. That's why I'm talking about creative destruction. Was hier übrigens wie Rauch wirkt, sind Wasserfontänen, die angebracht werden bei den Sprengungen, um den Staub zu binden, um Asbest zu binden, dass es nicht in die Stadt hineingeblasen wird. Auch ein sehr interessanter Aspekt von Explosion. Andrea Botto beschäftigt sich ja sehr, sehr intensiv mit der Technik des Sprengens, damit quasi der Moment, der richtige Moment nicht verpasst wird und dass die technische Auslösung der Sprengung und das Bild dann eben zusammenspielt, wie auch eben der Auslöser der Kamera und der Auslöser der Sprengmaschine eine wichtige Symbolik für Andrea Botto darstellen. Erwig, mir Hans! Ja, du siehst schon, wenn du zündet hast, gell? My work could be also a subversive answer to the tradition of landscape photography, because I put bombs inside landscape photography. And on the other side, a subversive answer to the tradition of the decisive moment and the reportage. Wir erleben einmal Fotografie als Dokumentation eines außergewöhnlichen Ereignisses, an das man sich auch zukünftig erinnern möchte. Wir sehen fantastische Landschaftsfotografie. Es ist eine Dokumentation von einer Wissenschaft des Sprengens gleichzeitig. Und natürlich steht im Zentrum die Faszination von Zerstörung, von Explosion, von dem, was passiert, wenn Menschen in ein Feuer blicken oder wenn ein Feuerwerk gezündet wird oder wenn ein Haus einstürzt. Also eine tolle Brücke zwischen einer starken Emotionalität und einer intellektuellen Auseinandersetzung, ein Diskurs über Fotografie als Kunstmedium. Wow! Wow! Ok, ce l'abbiamo. We go.